Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute mal mit drei Tipps von mir für alle Musik- und Vinyl-Fans, die wir alle sind. Und noch zu eurer Information: Kommenden Mittwoch kommt endlich das HiFi YouTube Room Tour Video mit meinem neuen Setup. Und ich freue mich schon tierisch drauf. Quasi geht es dann los. Sound and Grooves 2.0. Was ihr hier im Hintergrund seht, das ist sozusagen meine neue, ja, YouTube-Ecke, Schreibtisch, wo ich auch Videos schneide und so weiter. Ja. Also es soll heute um Folgendes gehen. Einfach mal Sachen für uns Liebhaber, die mir so in letzter Zeit über den Weg gelaufen sind. Unter anderem ist das ein Buch. Und das Buch sieht so aus. Schaut euch das mal an. Das nennt sich 1000 Record Covers. Und das ist von Michael Ochs oder Michael Ochs. Und ja, der Titel verrät es, es sind 1000 Plattencover drin. Ich zeige euch das Ganze mal kurz. Übrigens kann man auch hier abmachen. Dann sieht das Buch so aus. Und innen drin habt ihr Plattencover. Und zwar ohne Ende. Na gut, was heißt ohne Ende? 1000 Stück. Über die verschiedenen Genres, über die verschiedenen Jahrzehnte hinweg. Ich finde das mega cool. Kurze Infos dabei. Nochmal Name, Label, wer es gemacht hat, aus welchem Jahr das Ganze stammt, ist hier dabei. Und was ich cool finde, hierbei ist, ich habe das jetzt im ersten Step mal so durchgeblättert, dass ich mir gesagt habe, Mensch, all die Cover, die ich nicht kenne und die mich optisch ansprechen, das werde ich mir mal anhören. Ja, und so entdeckt man schon mal Sachen, auf die man vielleicht vorher gar nicht gekommen wäre. Und das finde ich eine coole Sache. Da kann man natürlich noch andere schöne Spielchen damit machen. Aber ich finde, das ist wirklich cool. Und als Schallplattenmusikfan kann man sich das mal holen. Was ich etwas schade finde, ich hätte mir gewünscht, dass es etwas größer ist. Ja? Etwas größeres Format, das ist schon so relativ kompakt, hätte mir größer besser gefallen. Als zweiten Tipp hätte ich ein YouTube-Video, ein Dokumentarfilm rund ums Vinyl. Und zwar nennt sich der Film Vinyl Nation. Der ist vor ein paar Tagen bei mir auf YouTube aufgepoppt und seitdem ist er da auch online. Ich glaube, die Dokumentation kommt ursprünglich schon auch 2020 oder 2019 wurde das abgedreht. Ich weiß nicht, wo das vorher anzusehen war. Auf jeden Fall gibt es es jetzt kostenlos bei YouTube. Ich blende euch das mal ein hier. Vinyl Nation, das Ganze. Ich verlinke euch auch alles unten in die Videobeschreibung mit rein. Und ja, geht ungefähr 1,5 Stunden. Was soll ich sagen? Ja, ich verschlinge ja alle solche Videos. Der ein oder andere von euch hat es wahrscheinlich auch schon gesehen. Trotzdem der Tipp dann für alle anderen. Das Ganze geht so durch verschiedene Bundesstaaten und Städte in Amerika. Die unterschiedlichsten Vinyl- und Schallplattensammler werden da gezeigt. Wirklich unterschiedlicher können sie nicht sein. Und das ist mal wieder das Tolle an unserem Hobby, da zu sehen, wie er das Ganze für sich auslebt. Man hat Einblicke in den ein oder anderen Schallplattenladen. Man schaut in das ein oder andere Presswerk rein. Also ist eine wirklich tolle Doku, gefällt mir sehr gut. Schaut da mal rein. Und das Dritte, was ich euch mal zeigen wollte, ist was für Podcast-Fans. Ich muss ja sagen, ich liebe Podcasts und meistens abends im Bett oder wenn ich im Auto irgendwohin unterwegs bin, verschlinge ich so alles, was mir an Podcasts so unter die Finger kommt. Und besonders cool finde ich aktuell, beziehungsweise den gibt es auch schon länger, den habe ich nur jetzt erst für mich entdeckt. Das ist der WDR3 Giant Steps in Jazz Podcast. Ich will euch hier mal einblenden, da seht ihr mal, wie das aussieht. Gestartet ist der Podcast im April 2020 und es gibt schon sehr, sehr viele Folgen zu hören und der läuft auch aktuell noch weiter. Und zwar sind das sehr kompakte, ja, Vorstellungen von den unterschiedlichen Jazzkünstlern. Das geht immer so plus minus 15 Minuten, also so kleine Häppchen. Es geht zum Beispiel los mit A Love Supreme, John Coltrane. Ja. Wird so ein bisschen das Leben beleuchtet von den Musikern. Man hört auch kurz, wenn die was einsprechen, was die dazu sagen. Andere Stimmen, was kurz dazu. Das Leben bis hin zum Tod. Also über die Musik,
Also es ist ganz, ganz toll gemacht und sehr kompakt. Also ich finde es wirklich klasse, wenn man sagt, ich habe gerade eine Viertelstunde, da kann man sich mal richtig schön durchhören. Die zweite Folge zum Beispiel The Hipster, Thelonious Monk. Dritte Folge First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Dann geht es weiter mit The Underdog, Charles Mingus und, und. Wirklich, wirklich für diese 15 Minuten Länge super informativ und macht mir mega Spaß. Ja, ich hoffe, der ein oder andere findet was cool von den Sachen, die ich heute gezeigt habe. Wie gesagt, kommenden Mittwoch geht's ja los mit Sound and Grooves 2.0, mit der neuen Room Tour und alles weitere und diverse Livestreams werden auch folgen. Lasst mir gerne ein Abo, einen Kommentar, ein paar Likes da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann.